Es ist jede Nacht dasselbe, immer um 12 nimmt Tyrion sein Mitternachtsmahl zu sich. Es ist wie Papa, der rennt auch immer nachts in den Kühlschrank. Tja, schwierig, wie man schlafen möchte. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir haben wieder Kaiserwetter. Für beide stimmt nicht. Wir haben Föhn. Morgen soll stürmen. Übermorgen soll es auch nicht mehr ganz so prickelig sein. Ja, aber trotzdem, es ist warm. Und während ja andere Menschen bei Föhn tierische Kopfschmerzen kriegen, blühe ich so richtig auf. Ich mag Föhn. Ich mag auch auf Teneriffa den Kalima. Ich wirklich diese ganzen heißen Winde. Ich finde die alle irgendwie toll. Ja. So, von Peiting ist das Tagesziel, ich glaube 35 Kilometer oder sowas, an Starnberger See, südlich vom Starnberger See. Da ist ein Campingplatz, mit denen habe ich gerade telefoniert, die haben noch offen. Dann mal gucken, ob ich das auch schaffe bis um 6. So lange haben sie nämlich offen. Kilometer und Orkantief Ignaz kommt von hinten, bläst mich sozusagen voran. Also es sind so leichte Ausläufer, aber wenn ich die Nachrichten richtig gehört habe, wird es heute Nacht und morgen stärker werden. Tja, jetzt habe ich noch 10 Kilometer, es ist 3:30, aber mir tun echt die Füße weh. Nein, die Beine tun weh, die Oberschenkel. Die Füße gar nicht, aber die Oberschenkel heute ist irgendwie ist ein bisschen zäh. Naja, aber was mut, das mut. Also das hier kann doch ganz sicher nicht artgerecht sein, echt. Wenn so viele junge Rinder hier nur so einen kleinen Auslauf haben und wirklich in ihrer eigenen Scheiße stehen. Das verstehe ich echt nicht. So, ich bin jetzt am Haarsee in der Nähe vom Schloss Hirschberg und eigentlich hier Campen verboten und irgendwie alles privat und aber ich bin jetzt fast 35 Kilometer gelaufen. Ich habe zwei Gasthöfe vor mir, die quasi noch so in 3 Kilometer Entfernung waren, angerufen. Der eine war ausgebucht, der andere keine Hunde, ne? Und von dem her, und jetzt brauchte ich einfach wirklich einen Platz. Jetzt verstecke ich mich hier und hoffe, dass von dem Villenbesitzer, der da auf der anderen Seite wohnt, ja, in einem Riesending, dass der nicht irgendwie mit den Hunden hier Gassi läuft und irgendwie einen Riesenterz macht und dass er mich einfach in Ruhe lässt. Drückt mal die Daumen. Ansonsten ist es eigentlich ein wunderschönes Plätzchen. Und eine Frau, die wohnt hier auch in der Nähe, die hat mich schon gesehen. Die hat gesagt, ja, bleiben Sie hier. Ja. Und naja, mal gucken.
wie es wird. Und zu so einem schönen Platz kann man jetzt einfach auch nicht Nein sagen.